Weil es viele Menschen gibt, die keine sozialen Hintergründe haben, keine Familie, Unterstützung oder auch Freunde, die halt für sie da sind. Und deswegen sind soziale Berufe meiner Meinung nach wichtig. Das Schöne ist, die Menschen zu unterstützen, zu sehen, wie sie aus der Krise wieder rauskommen, die Hilfsangebote annehmen und dann halt auch die Dankbarkeit. Ich finde es sehr schade, dass in der Eingliederungshilfe, gerade jetzt in der Corona-Pandemie, wir außen vor gelassen wurden. Wir waren auch von Anfang an mit dabei, haben die Hausbesuche trotz der ganzen Einschränkungen gemacht und werden halt nicht berücksichtigt.